ein Bild, ein Sturmtrooper-Bild, aber mit dem besonderen Effekt Glow in the Dark. Das heißt, dass das Bild nachher im UV-Licht wunderschön leuchten wird. Und ja, jetzt sind wir mal ganz überrascht, schauen mal, wie wir das heute hinkriegen. Und ja, manche machen das jetzt auch zum ersten Mal heute.